Hallo, Deutsch, Oberstufe 3, Lektion 107. Heute schreiben wir noch eine E-Mail an einen Vorgesetzten oder eine andere wichtige Person. Das ist Business Dogro, Geschäftsdeutsch, Jun-Sub-Hey-Bob-Sida. Diesmal, Sie möchten Ihrer Kundin, Frau Neumann, das neue Produkt Ihrer Firma vorstellen, also Uli Hesanun, Serun, Zepum, Mandroze, Zepum, Kogegnem, Frau Neumann, Hante, Sogehagusipzi. Also, Jungobdemone, Uliga, Jona, Kacho. Schreiben Sie ihr eine E-Mail und bitten Frau Neumann um ein Treffen für eine Produktpräsentation. Also, Termin gab hat sie. Serun Produkt i Zepum mekwan han soll myungnun kipke an hedo degetsi gujo. Ama sashisang miri do chonma do hago, animyon chongbunun PDF-Fairo hago, chongbu hamyon deniga gujo. Oder zasehan yaginun PDF-e suniga hambun boseo. Iron munchangman nomyon deko gaseo. Dann fangen wir gleich an. Jungbunniraso, sehr geehrte Frau Eumann. Ibune, uriga jungobhago sponika, wolle zikzokzokin lukiman hamion denende, yogesunun chokkumdo tinsolhage hamion ama chulgukatayo. Kore kwangiga ama itago sengakasimion, vielen Dank, dass Sie immer unsere Produkte benutzen. Kantanhage. Hansang, Uri Chepumtul, Sununge, Kamsahamnida. Wir haben gerade erst unseren neuen Scanner auf den Markt gebracht. Und ich bin mir sicher, dass Sie unser neuestes Modell interessant finden werden. 간단한 이야기 일단 우리가 상상하면 되니까 새로운 스캐너 만들었다. 방금 그죠? Wir haben gerade erst unseren neuen Scanner auf den Markt gebracht, 출시했다 그죠? Und ich bin mir sicher, 확실하게 생각해, dass Sie unser neuestes Modell interessant finden, 이 최신 모델 아마 흥미롭다고 생각할 거야, 당신이. Ich würde mich deshalb sehr freuen, wenn Sie mir die Gelegenheit für eine kurze Produktpräsentation geben würden. Also, 완전히 나는 기뻐할 텐데, 언제? Wenn Sie mir die Gelegenheit geben würden, 나한테 기회를 준다면, 무슨 기회? Für eine kurze, 조그만, 짧은 Produktpräsentation이죠. Nähere Informationen zum neuen Scanner finden Sie im Prospekt, das ich Ihnen an diese E-Mail als PDF-Datei angefügt habe. Also nähere Informationen bedeutet Domanen Chasehan Chongbu zum neuen Scanner, e-Scanner Ekwanhan, Jürgen über oder Chukumdo TikTok Chokro Finden Sie nun 결국 있어요 im Prospekt, hier anheso, dass ich Ihnen, 당신을 위해, 같은 느낌, an diese E-Mail als PDF-File, 그죠? Die Datei-File, PDF로서 E-Mail에 붙였다, 그죠? Angefügt habe. Als Sie Interesse haben, nennen Sie mir bitte einfach einen Termin, an dem ich Sie besuchen kann. Und 목적도 다시 한번 놓으면, an dem ich Sie zur Vorstellung des neuen Scanners besuchen kann, so geht's. Also, 관심이 있으면, nennen Sie mir nun 결국 말해 주세요, 그죠? 그냥 쉽게 einen Termin, an dem Termin und an dem 연결합시다, 관계문 만들 때, an dem ich Sie zur Vorstellung, 소개 des neuen Scanners besuchen kann, also 방문할 수는 Termin, 그죠? 이 요일이나 이 시간대 말해 주세요. Ich richte mich dabei selbstverständlich ganz nach Ihnen. Ich richte mich nach Ihnen bedeutet, 니 스케줄 마음대로 그냥 정하세요. 나는 그대로 합니다. Also 결국 우리가 상담할 필요 없고, 목요일 하고 싶으면 나는 알아서 목요일 갈 거야. Ich richte mich nach dir, 니 마음대로 할게. Ich richte mich nach Ihnen. Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen natürlich auch jederzeit
telefonisch zur Verfügung. Siom, halbjo, gut so, Jogis, du maximal gro. Falls ihr Fragen habt, stehe ich euch jetzt zur Verfügung. Also, gut so, zur Verfügung stehen bedeutet, Kölguk. Narul, Sayong, Haseo, Donuki, mit so. Rückfragen ist wie Hwagin, Ulvihan, Chilmun, Muni, Gatunuki, mit so. Do, Tarun, Chilmuni, Isumion, Mullon, und Sedunsi, Chonwaro, Muni, Haseo, Animion, Kunyang, Yolak, Haseo, Irunuki. Ich freue mich schon auf eine baldige Rückmeldung ihrerseits. Also, kunyang, yolak haseyo, nan, ego, gitarimyeonso, kippoge hamnida, gujo, kidega denda. Ihrerseits nun, tangshin chuk, tangshin ui. Und insamal mit freundlichen Grüßen und Irum, Matthias und Song Kemper. Okay, da, das ist ein Bund, Rechtschreibprüfung. Sehr geehrte Frau Neumann, vielen Dank, dass Sie immer unsere Produkte benutzen. Wir haben gerade erst unseren neuen Scanner auf den Markt gebracht und ich bin mir sicher, dass Sie unser neuestes Modell interessant finden werden. Ich würde mich deshalb sehr freuen, wenn Sie mir die Gelegenheit für eine kurze Produktpräsentation geben würden. Nähere Informationen zum neuen Scanner finden Sie im Prospekt, das ich Ihnen an diese E-Mail als PDF-Datei angefügt habe. Falls Sie Interesse haben, nennen Sie mir bitte einfach einen Termin, an dem ich Sie zur Vorstellung des neuen Scanners besuchen kann. Ich richte mich dabei selbstverständlich ganz nach Ihnen. Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen natürlich auch jederzeit telefonisch zur Verfügung. Jederzeit, Chonukim und Dunseto. Ich freue mich schon auf eine baldige Rückmeldung Ihrerseits. Mit freundlichen Grüßen, Matthias Kemper. Okay, das ist auch okay so. Jetzt seid ihr wieder dran. Schreibt bitte eure eigene E-Mail und zeigt mal, wie gut ihr schon Geschäftsdeutsch, Business Togiro, schreiben könnt. Wenn ihr es mir unter dieses Video macht, dann bekommt ihr gleich direkt hier eine Korrektur von mir. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.